So, welcome back to the future of MyTest. Ja, weiter im Text, Let's Play MyTest, diesmal direkt ins Game, ohne wiederum Geschwafel. Badabam, bam, bam. Easy. Warte mal ganz kurz, wollen wir nochmal ganz kurz gucken hier. Okay, läuft alles. Ja. So, wir waren auf dem Weg nach Hause. Ja, bisher leider ohne gefundene Wüste. Eigentlich schon scheiße. Ach komm, jetzt hoch hier. Meine Fresse. Aua, 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 aua. Ich weiß nicht, aber diese Dschungelbäume von MyTest, ich glaube, an die kann ich mich nie gewöhnen. Ich finde die immer scheiße. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Gewässer kackgedönst. Oh, Zuckersand. Interessant. Ja gut. So, die drei Leute sind immer noch on. Interessant. Ah ne, sind bloß noch zwei. Den wird hier wohl nicht langweilig. So. Arm, 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 arm. Oh je, scheiße. So, fuck, hoch da. Okay. Oh. Wow. Digga, einfach hier so. Einfach mit dem gar nichts. Total unangekündigt. Kommt jetzt einfach so eine riesige Grotte. Digga, das sieht aus wie bei meiner Freundin. Ist so gut jetzt. Kommt man da runter? Nee, ne? Nicht ohne Fallschaden zu bekommen. Und für einen, der sich gewaschen hat. Das ist Bullshit. Was ist das? Boah, das sieht aber schon echt hart geil aus. Ich will gar nicht. Kann man da was sehen? Kann man da nicht sehen? Nee, kann man nicht sehen. Ist ja schade. Na gut, okay. Lassen wir erstmal links liegen. Aber schon nicht schlecht. Boah, Mädel, jetzt komm mal hier. Mach mal hin jetzt hier. Los, Mädel, mach mal jetzt hier hin. Mach mal jetzt hier. Los, jetzt mach mal hier. Danke. Goddammit. So, was ist das hier? Dachte schon, das ist die gleiche Höhle. Aber leider nicht. Die endet hier vorne. Oh, komm, hier immer mitnehmen. Ne? Kohle kann ich schaden. Kann man das nicht. Kann das nicht. Eine Höhle. Das ist ja interessant. Vielleicht ist das die gleiche Höhle wieder vorne, aber ich komme ja auch nicht mehr hoch. Will ich ja immer unten bin. Boah, wow. Alter. Leute. Versucht nachzudenken. Nein! Oh mein Gott, ich dachte schon, ich bin gestorben. Kohle. Das sieht tatsächlich witzig aus. Oh mein Gott, ich lebe. Mein Arsch ist aus Knete. Ja, gut, dann irgendwie diese Dschungel sind immer unglaublich groß. Wenigstens jetzt mittlerweile mit dem neuen Boden hier passt das optisch wenigstens gut. Jetzt sehen die Dschungel schon wesentlich besser aus als noch zu Zeiten, als ich meinte, das kennengelernt hatte. Sprich also mit der Version 1.3 oder auch denn damals schon. Ja, man muss übrigens auch dazu erwähnt haben, mit der Version 3.1 habe ich auch gar nicht so viel gespielt, wie man jetzt vielleicht denken mag. Ich meine, man hat ja auch gesehen, allzu viel habe ich in meiner Welt noch nicht gebaut gehabt damals. Ich war gerade quasi ein Haus gebaut, einmal die Höhle erkundet, einmal ein bisschen rumgelaufen in der Gegend und das war es dann quasi auch schon. Also wirklich angefangen zum Spielen hatte ich dann damals erst denn ein Jahr oder so später. Denn also die erste Version, mit der ich richtig gespielt hatte, war damals Version 0.4.10 oder war es 0.4.7? Nee, doch, war 0.4.10, glaube ich. Genau. Ja, das war auch die erste Vierer-Version, die damals in Endeavor verfügbar war.
Also zumindest bei meiner Knoppix-Installation damals. Ja. Und da hast du dann auch schon ein bisschen mehr gebaut gehabt. Deswegen meintest Version 3.1, also 0.3.1, bin ich jetzt nicht scheiße, Alter. Hier komme ich auch schon wieder nicht weiter. Och Gott. Wow. Yay. Digga, ich gehe ab für den Jet. Halleluja. Warum muss ja alles so zugebaut sein? Verfickter Ficky, Fake, Fake. Hier ist auch alles zugebaut. Digga, was hier los? Digga, was los? Digga, was los? Von hinten, mein so Großmutter fragt nicht so doof. Okay. Also wieder ganz ein Fake hat Marsch. Digga, wir kommen nicht mehr raus, kann das sein? Boah, Alter, hier ist aber dunkel. Oh mein Gott, vielleicht mal alles anzünden hier. Ah, schon heller. Jetzt, wo der Wald brennt. Kennt ihr, wie das ist, Obermatt hier? Immer dahin gehen, wo der Rauch entzieht. Ach, lass mich durch. Da laufen wir wenigstens irgendwie in Richtung unseres Hauses, ja? Oder verrenne ich mich jetzt hier komplett und wir dürfen uns dann nachher später mittels Home zurück teleportieren? Habe ich eigentlich nicht so die Lust drauf. Mann, ey. Alter, hier geht's doch schon wieder nicht weiter. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Fuck you, I hate you so much. I will eat your babies. Och man. Yay. Boah, Alter, hallo? Ey, das war perfekt. Nee, das war's nicht. Gut, dann geh ich hier hoch. So easy. Hä? Junge. Ich das ist so schaschelig. Gib mir die Sand her. Ich muss jemanden verhauen. Danke. Digga, was los? Komm ich, nee, hier komme ich auch nicht weiter. Ach, was? Ups, ich bin runtergefallen. Petri gefohlen. Komm ich da rauf? Yay! Nein! Scheiße! Ach Mann, ey, soll ich mir normal hier? Ach Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir werden jämmerlich verhungern. Wir werden ja mal nicht verhungern. Und ich in meiner Gutgläubigkeit dachte, 60 Brote dürften reichen. Aber ich glaube mal, das war viel zu wenig. Also hier ist überall so diese scheiß riesige Klippen. Riesige Klippe. Die zieht sich hier lang wie so ein roter Faden, ja? Digga, ich dachte, die Mauer gibt's nicht mehr. Wo bin ich jetzt wieder? Aber. Mann, immer. Aus jetzt hier! Verfickte Scheiße! Aus jetzt hier! Los, hoch da! Och Mann, du! Ernsthaft jetzt! Geh darauf! Geh darüber! Ich wandere jetzt auf den Blättern lang! Da sieht man, wie das so lang läuft! Oh, gehen wir hier schön an den ganzen Wänden dran vorbei! Easy. So muss das sein. Oh Gott. Ah, jetzt laufen wir quasi dann letztendlich doch den Weg zurück, den wir gekommen sind. So fast. Nur halt oberirdisch. Das ist traurig. Kein Dschungel, klar. Als andere als kein Dschungel hier. Keine Wüste, keine Iskern, gar nichts. Alles, was ich wollte, ist ein bisschen roter Sand. Und was habe ich bekommen? Ein Arschtritt, bis mein Arsch rot wurde. Ich will sterben. Worauf liegt denn der Sand? Achso, das wird noch nicht aufgebaut. Oh! Ja! Das Süßfahrer. Oh, ach du Scheiße! Boah, Alter! Ich wollte gerade sagen, das Süßwasserparadies, aber das war dann mein Paradies in die Hölle. Ah, ist das schon mal richtig schöne Savanne. Und dann bringt es die Savanne überhaupt nichts, weil bei der Savanne ist unterirdisch nur normales Gestein und wir brauchen aber den roten Gestein. Das ist voll Bullshit, aber vielleicht kommen wir hier relativ günstig an einer Wüste vorbei. Das wäre doch mal ultra super dupe Knorke.
kommt schon wieder ein Berg. Ach, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Wenn ich Berge brauche, suche ich mir eine Freundin. Digga, hier fliegen die Berge. Ah, Gott. Jetzt verrenne ich mich wieder total wetten. Oh, eine Höhle. Oh, immer lass die Höhle Höhle sein. Ach, siehst du, was wir auch noch, was mir, ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich schon gezeigt. Doch klar, doch, das habe ich schon gezeigt. Inhalte. Oh, habe ich ja gar nicht. Okay, einfach ignorieren. Und zwar gibt es ja dieses Pixel Perfection Texture Pack, womit meint es so aussieht wie mein Klon / Minecraft. Wollte ich gerade auswählen, habe ich aber in meiner Let's Play Umgebung noch gar nicht drin. Habe ich nur in meiner normalen Umgebung. Naja, was soll's. Oh je, jetzt sind drei on. Vegeta. Hi, wer guckt heutzutage noch Dragon Ball? Roter Stein. Ich werde nicht mehr. Wir haben sie gefunden. Der rote Stein. Scheiße. Oh, ab nach Hause. Mein Lebenswille ist gerade gestorben. Ja, komm, vielleicht erstmal. Ein bisschen mit dem Eisen wieder ein bisschen sparsamer umgehen. Digga, das ist doch mal das, was ich gesucht habe. Oh mein Gott. Ich dachte schon, wir finden gar kein roten Gestein mehr. Rotes Gestein. Ich werde hiervon erstmal schön viel mitnehmen, ne? Richtig schön hier einsacken. Oh, ja, da hat so Vegeta sich ein bisschen ausvegetert. Ja, wie geht denn das? Oh, hier ist wieder ein normaler Stein. Deswegen, also was ist das gar. Ach nee, ist ein kleiner Fleck. Da ist ein normaler Stein, hier ist ein bisschen rot und hier ist aber wieder ein normales Gestein. Geht ja nur so als Schneider lang quasi. Wie es aussieht bis jetzt. Na, werden wir also schön auskosten. Oh, wow, siehst du, das ist auch wieder ein normales Gestein. Ich sag das geht ja nur so als kleine Schneise vorbei. Dachte ich, das ist im normalen Gestein schon eine Mineralien. Ja, das sieht sich hier wirklich so wie eine Langzunge dran vorbei. Ich dachte, das fächert sich wenigstens nach hinten breiter aus, aber Gott, ist ja hier nur so ein Tropfen. Digga, ist ja quasi ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wollte mich verarschen. Na gut, dann trage ich mal das hier alles ab. Ich habe auch gerade gar keine Vorstellung, wie viel Stein brauchen wir denn überhaupt. Wir haben Haus. Ich weiß auch gerade aus dem Kopf gar nicht, wie groß unsere Grundfläche ist, die wir bebauen müssen, also überdachen müssen. Aber angenommen, wir haben eine Sektorgröße von 5. Wir hatten mindestens 8 Sektoren in der Breite, also in der Länge und 2 in der Breite. Oder 6 in der Länge. Also gehen wir mal aus von 8 mal 2, da heißt also 16 Sektoren. Und pro Sektor haben wir 25 Blöcke mindestens, wegen 5 mal 5. Das heißt also, wir brauchen 8 mal 25, also mindestens 200. Mindestens 200 hier von diesen Blöcken als Bedachung. Ja, jetzt ist die Frage, aus wie vielen von diesen Dingern kriegt man denn 8 Stück, oder? Ja, kriegt man 8 Stück. Heißt also, wir brauchen hier von mindestens 150 Steine. Ich mache dann also am besten. Oh, doch. Ich glaube mal, 3 Stacks kriegen wir hier voll und die mache ich dann auch am besten voll. Dann haben wir ein bisschen auf Vorrat.
Sollte das mal reichen. Oh, wir haben sogar schon zwei Stacks voll. Ha! Easy. Aber gut. Ich glaube mal, dann fäll ich hier noch ein bisschen. Oh, und dann ist eine Höhle. Oh. Gut, dann komme ich mal von der anderen Seite. Sonst komme ich hier dann nicht mehr raus. Okay. So lasse ich das. Scheiße. Yeah. Oh, was haben wir hier noch? Warum geht das nicht? Danke. So. Und zur Not, wenn wir nochmal einen roten Stein brauchen. Vielleicht haben wir dann so viel Glück und finden die vielleicht hier nochmal. So groß ist ja scheinbar nicht. Wobei ich doch hier. Doch. Hier ist jetzt richtig viel davon. Digga, jetzt ist sogar ein richtiges. Digga, was ist denn hier los? Oh scheiße, ich wollte hier ins Wasser springen, aber das Wasser ist dafür ein bisschen zu flach. Ich wüsste gerne, wo das hier ist. Können wir hier nämlich öfters mal hin. Oh mein Gott, was tue ich hier? Au! Fuck! Steinzwein gebrochen. Wow! Yay! Digga, gleich bin ich tot. Okay. Schade. Ich wollte genauso auf diese Ecke drauf landen. Bin ich einmal gespannt, wie, wo wir hier so landen werden. Oh, diese neuen Kaktusse, die wir uns ja schon angeguckt haben, wo ich keinen Plan habe, wie man das da wachsen. Oh Gott, ein Kackstift. Das ist doch genau die. Oh, ich bin doch bescheuert. Stimmt. Hier ist doch diese die Wüste, wo wir auch die Kaktusse abgebaut haben. Dass mir die nicht eingefallen ist, ich Vollidiot. Oh Gott. Wir haben in der Nähe alles, was wir brauchen, und ich Vollidiot finde es natürlich wieder nicht. Ist aber immer so, ne? Denn wenn man mal was braucht, so sucht man sich einen Wolf und der landet erstmal in irgendeinem Dschungel. Und wenn man es dann gefunden hat, dann findet man allen möglichen Scheiß. Der wird man damit quasi überschwemmt. Oh Gott. Guckt euch das an. Überall rote Wüste. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, warum ich die ganzen Kaktus hier abbaue. Was sollen wir mit so vielen Kaktussen? Ich weiß gar nicht, kann man mit diesen Kaktussen irgendwas Sinnvolles machen? Nee, ne? Eigentlich soweit nicht. Ach du Scheiße. Wow. Was tut denn hier? Ach, ich bin ja wieder richtig auf Achse hier. Ich bin ja nicht richtig radioaktiv. Moment lang. Ist jetzt hier hoch? Fuck you. In your ass. Da hoch, 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 da hoch. Aua.
tat weh. Hör, was ist denn hier passiert? Das soll original sein hier? Das sieht mir aber sehr abgebaut aus. Ja. Hier hat hundertprozentig immer was abgebaut. Das sieht mir nicht sehr natürlich aus. So, jetzt haben wir hier wieder auf Grünzeug, müssen wir gleich auch auf unser Haus stoßen. Hätten wir also einfach nur bei unserem Haus einmal geradeaus Richtung die müssen uns da geben müssen, was ist denn das hier schon wieder? Oh, jetzt! Aha! Zwugel! Der hat auch Baumwolle, alle haben Baumwolle, muss ich nicht. Schwänze. Ha! Ah! Kann man jemand sagen, wo unser Haus ist? Wow! Digga, was ist hier los? Also, ich weiß nicht, irgendwie ab der neuen Maltas-Version ist, wenn man Speed hat und im Wasser ist, man springt unglaublich hoch. Kann man irgendjemand sagen, wo wir hier sind? Ich dachte, wir gehen einfach Richtung in Richtung dieser Namen und finden dann alles, was wir brauchen, aber irgendwie habe ich mich damit jetzt komplett verlaufen. Oh, ja, so ist das. Was ist denn unser Haus? Ich glaube, man sollte sich halt nicht auf Namen verlassen, die auf dem Display stehen. Ach Gott. Vielleicht ist die Name aber auch nur Fata Morgana. Vielleicht sehe ich sie nur, weil das Spiel möchte, dass ich sie sehe. Oh mein Gott. Was für eine tiefgründige Erkenntnis. Das sieht hier scheiße aus. Wer macht denn sowas? Und dann noch Holz mittendrin. Leute. Komme ich jetzt vielleicht hier? Wo muss ich doch in die Richtung meines Hauses kommen? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Oh mein Gott. Wir sind verloren. Okay. 5 Minuten gebe ich mir noch. Danach spring wieder in Hause. Hä? Aua. Das tat weh. Okay. Wird mir jetzt so creepy. Home. Also wie das. Das war mir genug Action. So, mal gucken. Ach doch, wir waren schon echt ganz schön in unserer Nähe hier. Da müssen wir vorbeigekommen sein. Also heißt das, da hinten ist tatsächlich denn. Sind wir echt rübergegangen, als wir in die Wüste gegangen sind damals? Doch, kann den haben. Ja, dann ist es also echt tatsächlich da irgendwo in der Gegend. Da muss ja die rote Wüste sein. Ist ja interessant. Okay. So hat sich hier wieder mittlerweile ein bisschen was getan. Ne, gar nichts, ne? Echt, wir müssen wirklich direkt in der Nähe sein, damit hier das Zeug wächst. Also irgendwie hat es früher besser funktioniert. Früher war es immer so, dass wenn man nicht da war und dann wieder hingegangen ist. Aber jetzt wächst einfach gar nicht weiter. Na gut. Hab zwar keinen Plan, wie lange jetzt die Folge schon geht, aber ich glaube mal, wir machen erstmal für heute. Gut, Feierabend. Eigentlich wollte ich noch an einem Haus weiterbauen, aber irgendwie war die Wandertour durch den Dschungel länger als mir lieb war. Wenigstens haben wir jetzt unser Gesteins gedönst. Heißt also, wir können dann nächstes Mal hoffentlich den direkt loslegen mit dem Gestein. Oh. Ich bin verwirrt. Wo ist denn unser Kaktus drin? Warum denn hier? Kaktus kann man doch nicht essen. Tut doch weh im Mund. So, hier sind Blätter drin. Wenn da Blätter drin sind, was ist denn das hier für ein Scheiß? Ha? Kannst du mir das mal erklären? So, alles was hier absolut unnötig ist, kommt hier mal raus. Ja, so ungefähr so, ne? Ach, was kommt? Bleib drin. So, was ist hier drin? Krimskram, scheiße, ey. So, du kommst noch da, du kommst noch da. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Du kommst noch da. Du nach da, du nach da, du nach da.
Du auch da. Du da. Okay. So. Bam bam. Easy. Wieso habe ich hier Blätter drin? Ich nehme mal die Kreise mal kurz raus. Mal gucken, was wir da für ein Brett in unserer Kiste haben, was wir davon wirklich nicht mehr wollen. Weil Blätter können wir tatsächlich noch. Können wir das gebrauchen? Naja, Buschblätter. Buschblätter brauchen wir tatsächlich nicht, da können wir hier diese Buschsetzlinge benutzen. Ah, das Busch. Busch. Blueberry Bush Leaf. Goddammit. Das ist ein Buschsetzling. Kriegt man denn hier was auch diese Blueberry Busche oder kriegt man daraus eine normale Busche? Ach, da. Da haben wir extra Setzlinge. Okay. Gut, das heißt also, der ganze Kacke kann komplett raus. Der Kacke auch raus. Und du kannst nochmal da rein. Okay, das sieht doch schon besser aus. Du kommst jetzt auch nochmal hier rein. Bam. Ach, warte. So, wieso bin ich jetzt gerade gehüpft? Kann mir das mal irgendjemand mit verständlichen Wörtern erklären? Ha? Ihr Drückeberger? Wir haben Besuch. Baba. Ey, Baba ist da. Der mit dem Baba-Wagen. Bitch, ich hab einen Baba-Wagen. So. Oh Mann, Alter. Das tut ja alles so ewig. Hey, was willst du? Was willst du? Was willst du? Ha? Ja, von da kannst du ihn nehmen. Ha? Nein, nicht mein Haus. Mein Haus. Mein Haus? Hm? Lieber Herr Baba, hier wohnt Ronix. Steht hier groß und breit. Und weh. Du bist hier mein Eigentum. Bei mir herrscht amerikanisches Recht. Sobald du beim Haus bist, darf ich dich erschießen. Das ist Selbstverteidigung. Ah, komm mal her, komm mal her. Kleiner Wichser, du. Ah, ich hab dich genau im Visier. Schnauzer. Ich bring ihn jetzt um, ich bring ihn um, ich bring ihn um. Ah. Hat er schon versucht zu kommunizieren? Nein. Oh, ich darf. Komm, schnell die Spitze abschneiden. Der fällt da runter. Leider gibt es keine Physik. Egal, hier kann er sowieso nichts machen. Ist ja alles geschützt. Nein! Was ist hier? No. Einzige, wo er rankommt, sind halt die Kisten und sie sind auch dafür gedacht, dass man da rankommt. So. Ja, hier ist mittlerweile wieder fast alles reif. Hier eher weniger. Ist echt schade. Aha, genau, hier hatten wir also doch. Also doch 6x2 Sektoren plus nochmal 2 Sektoren, heißt also 12 plus 16. 12 plus 4 sind 16. Heißt also, wir haben 16 Sektoren mal 25. Heißt also, wir brauchen 400 Steine. Fuck, dann haben wir jetzt doch zu wenig. Ach nee, halt, 400 Steine, also 400 Treppen brauchen wir. Wir haben aber einen Faktor von 1, von 4 zu 3, heißt also, wir brauchen für diese 400 Treppen gerade mal 300 Blöcke. Und damit haben wir definitiv genug. Das sollte dann passen. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, ich muss mich jemals mal vertreiben. Runter von meinem Rasen! Das ist mein Revier. Easy. Ich sehe dich, mein Lieber. Ich sehe dich, mein Lieber. Ich hab dich genau im Visier. Dein Name sieht so schön aus. Okay, gut, jetzt.
Ich gehe mal nach Hause. Easy. So, bam. Ausgangssituation. Und dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge und damit für diese Session und damit für mein Test jetzt diese Woche insgesamt. Ja. Ach, nächste Woche dann wieder mein Klon. Beziehungsweise erstmal du. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V.